auf den felsigen Boden gestreut, aber es ist bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Wie kann man behaupten, dass diese Leute nicht gerettet sind? Und das ist, was so oft behauptet wird, dass nur die gerettet sind, die auch Früchte bringen. Aber lass mich dir was erklären. Jemand, der das Wort mit Freuden aufnimmt, ist definitiv gerettet. Das ist einfach zu verstehen. Das sind nicht Leute, die Jesus nachfolgen. Das sind nicht Leute, die Früchte bringen, sprich Menschen retten. Das sind Leute, die einfach nur das Wort aufgenommen haben. Das reicht aus, um gerettet zu werden. Denn wer ist das Wort? Jesus Christus. Und was sagt die Bibel in Johannes Kapitel 1? Allen aber, die ihn aufnahmen, Jesus Christus, das Wort Gottes. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Denen, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also wenn jemand das Wort aufnimmt, was bedeutet das, wenn wir die Bibel studieren, dass er an Jesus Christus glaubt, dass er aus Gott geboren ist, dass er ein Kind Gottes wird durch den Glauben. Also diese Leute sind hier definitiv gerettet. Es gibt eine unfassbar bescheuerte Irrlehre zu Vers 20, auf die ich dich aufmerksam machen möchte, vor der ich dich warnen möchte, die besagt, ja, die Leute, die das Wort so gleich mit Freuden aufnehmen, die haben keine Reue gezeigt, keine Buße gezeigt. Aber warte mal, wie sollen wir denn reagieren auf das Evangelium? Mit Trauer, mit Reue, oh, es tut mir so leid, oder mit Freude? Die normale Reaktion wäre, mit Freude auf das Evangelium zu reagieren. Denn Evangelium bedeutet gute Nachricht, gute Botschaft. Und was sagt die Bibel in Sprüche Kapitel 25, Vers 25? Wie kühles Wasser für eine dürstende Seele, so ist eine gute Botschaft aus fernem Land. Wie kühles Wasser für eine dürstende Seele. Oh, so erfrischend, so schön, darüber freut man sich. So ist eine gute Botschaft aus fernem Land. Man freut sich über eine gute Botschaft. Man freut sich über das Evangelium. Der Fakt, dass hier steht, dass sie das Wort mit Freuden sogleich aufgenommen haben, beweist, dass sie gerettet sind. Lass mich dir was erklären. Um gerettet zu werden, musst du nicht irgendwie traurig sein über deine Sünden. Das ist aber eben, was diese Irrlehrer behaupten wollen. Aber wenn jemand nicht wirklich traurig ist über seine Sünden, nicht Reue zeigt und Buße tun will von seinen Sünden, umkehren will von seinen Sünden, was Werke ist, ja, das ist Werksgerechtigkeit, umzukehren von Sünden, besseres Leben zu leben. Wenn jemand nicht Reue zeigen will, traurig ist über seine Sünden, dann wird er nicht wirklich gerettet. Aber wie reagiert man denn auf eine gute Botschaft? Mit Freude. Jeder normale Mensch freut sich über eine gute Botschaft. Um gerettet zu werden, musst du einfach nur das Wort annehmen, an Jesus Christus glauben, auf Jesus Christus vertrauen. Natürlich, logischerweise musst du zumindest erkennen, dass du ein Sünder bist. Einfach erkennen, okay, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, deshalb brauche ich einen Retter. Aber dann kommt eben das Evangelium, die gute Botschaft, und darüber freust du dich, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Und glaubst an Jesus, so einfach ist das. In Vers 21 heißt es dann weiter, er hat aber keine Wurzel in sich, derjenige, der gerettet wurde, der das Wort mit Freuden angenommen hat. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung steht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Oh, er hat nicht durchgehalten, Bedrängnis. Nun, das wird die meisten Christen betreffen. Die meisten Christen leider sind genau diese Leute, die einfach gerettet sind, aber mehr nicht, die das Wort eben mit Freuden aufgenommen haben. Sie haben Jesus Christus geglaubt, aber mehr nicht. Wenn dann Verfolgung oder Bedrängnis entsteht, dann werden sie eben einknicken. Dann werden sie Anstoß nehmen. Ah, das ist mir zu viel, also ich will nicht mehr zur Kirche gehen. Das hat nichts mit ihrer Errettung zu tun. Denn Errettung ist allein aus Gnade durch den Glauben. Nicht dadurch, dass man irgendwie in Verfolgung und Bedrängnis ausharrt. Dann kommen natürlich wieder Irrlehrer und behaupten, ja, aber die Bibel sagt doch, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und sie reißen den Vers einfach aus dem Kontext. Aber wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, das bezieht sich im Kontext auf die Endzeit. Wenn du es schaffst, bis zum Ende der großen Trübsal auszuhalten, auszuharren im fleischlichen Sinne, dass du nicht getötet wirst, wenn du es schaffst bis zum Ende der großen Trübsal, dann wirst du es eben erleben, wie Jesus Christus in den Wolken kommt und dich entrücken wird. Und dann wird eben dein Fleisch gerettet werden. Das ist, worum es im Kontext geht, wenn du das eben in Matthäus Kapitel 24 nachliest. Aber Leute reißen das aus dem Kontext. Es geht dabei nicht um die Errettung der Seele, sondern um die Errettung des Fleisches, dass du es miterlebst, dass Jesus Christus kommt und dich eben leibhaftig entrücken wird.